Willkommen beim Beispielvideo zum Thema Differenzengleichungen. Ich habe heute ein, wie ich glaube, ein wenig anspruchsvolles Beispiel gewählt, das ich für euch aufbereiten möchte. Es wird die Anzahl der Bakterien in einer Bakterienkultur in Abhängigkeit von der Zeit T untersucht. Die Anzahl der Bakterien in dieser Kultur nimmt jede Minute um den gleichen Prozentsatz zu. In den unten stehenden Gleichungen ist n von t die Anzahl der Bakterien in dieser Bakterienkultur zum Zeitpunkt t in Minuten und k eine reelle Zahl zwischen 0 und 1. Aufgabenstellung: Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Gleichungen an. Antwortformat 2 aus 5. Bevor wir uns die vorgeschlagenen Aussagen ansehen, versuchen wir selbst eine Differenzengleichung aufzustellen. Wenn ihr euch mein Überblicksvideo angesehen habt, wisst ihr, dass Differenzengleichungen immer rekursiv angegeben werden. Das heißt, ich habe einen Ausgangswert y0. Von diesem Wert y0 ausgehend kann ich mir den Wert zum Zeitpunkt 1 berechnen, indem ich hier den Wert y0 einsetze. Um dann den Wert zum Zeitpunkt 2 zu bekommen, muss ich den Wert vom Zeitpunkt 1 hier einsetzen. Auf die Bakterienkultur bezogen heißt das, um mir die Anzahl der Bakterien zum Zeitpunkt t plus 1 zu berechnen, benötige ich immer zunächst die Anzahl der Bakterien zum Zeitpunkt t. Wenn ich mir den Text noch einmal ansehe, dann fällt mir das prozentuelle Wachstum auf. Die Anzahl der Bakterien nimmt jede Minute um den gleichen Prozentsatz zu. Das heißt, es gibt keinen konstanten Wert, der hier dazukommt. B ist in unserem Fall gleich 0. Um das Beispiel für euch zu erklären, habe ich einen Prozentsatz von 20% gewählt. Also, ich habe angenommen, dass meine Kultur um 20% wächst. Jetzt stelle ich mir meine Differenzengleichung auf und erhalte n von t plus 1 zum Zeitpunkt t plus 1 ist die Anzahl meiner Bakterien 20% größer als zum Zeitpunkt t. 1,2 mal n von t. Ausgeschrieben bedeutet das, n von t plus 1 ist gleich n von t. Zum Wert n von t kommen 20% von n von t dazu. Also die darauffolgende Minute lässt sich berechnen, indem ich zum jetzigen Zeitpunkt den Wert nehme und 20% dieses Werts addiere. Warum habe ich die Gleichung hier so ausgeschrieben? Weil sehr oft bei Differenzengleichungen die Veränderung innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten gefragt ist. Daher führe ich eine Äquivalenzumformung durch und schreibe n von t plus 1 minus n von t ist gleich 0,2 mal n von t. Das heißt, meine Bakterienkultur lässt sich dahingehend messen, zum Zeitpunkt 2 und zum Zeitpunkt 1 ist die Veränderung 20% vom Zeitpunkt 1. Zwischen dem Zeitpunkt 8 und dem Zeitpunkt 7 ist meine Veränderung 20% vom Wert zum Zeitpunkt 7. Allgemein formuliert, n von t plus 1 minus n von t ist 0,2 mal n von t. Jetzt sehen wir uns die vorgeschlagenen Aussagen an. Die erste Aussage, n von t plus 1 minus n von t ist minus k mal n von t. K ist eine reelle Zahl zwischen 0 und 1. Ich kann nur hier ein Minus bekommen, wenn ich es mit einer Abnahme zu tun habe.
Das heißt, die erste Gleichung stimmt nicht. Zweite Gleichung, n von t plus 1 minus n von t ist gleich k. Dass die Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abschnitten konstant ist, das gibt es nur beim linearen Modell, das ich euch in meinem Überblicksvideo schon vorgestellt habe. Das heißt, die zweite Gleichung stimmt auch nicht. Die dritte Gleichung, n von t plus 1 minus n von t ist gleich k mal n von t. Weil das k eine reelle Zahl zwischen 0 und 1 ist, entspricht das genau meiner dritten Gleichung und ist daher korrekt. Die vierte Gleichung, n von t plus 1 ist gleich k mal n von t. Hier fehlt das n von t. K ist ja eine Zahl zwischen 0 und 1 und es müsste noch auf der rechten Seite plus n von t stehen. Die vierte Aussage stimmt nicht. Und um die fünfte Aussage zu überprüfen, muss ich sie mir ausrechnen. N von t plus 1 ist gleich n von t mal 1, was nichts anderes ist als n von t, plus k mal n von t. Ich sehe, wir haben es bei diesem Ausdruck mit der zweiten Gleichung zu tun. Und sie ist deshalb korrekt. Damit haben wir auch dieses schwierige Beispiel geknackt.